Hallo liebe Schüler, heute zeige ich euch die Primfaktorzerlegung. Wir merken uns, jede natürliche Zahl außer 1, die keine Primzahl ist, kann man als Produkt schreiben, dessen Faktoren nur Primzahlen sind. Schauen wir uns das Beispiel an. 6 ist keine Primzahl, kann ich schreiben als 2 mal 3, also als Produkt. Und die Faktoren 2 und 3 sind Primzahlen. Diese Faktoren nennt man Primfaktoren. Und den Vorgang Primfaktorzerlegung. Zur Vorgehensweise: Beginne mit der Primzahl 2, dann mit der Primzahl 3, dann mit der Primzahl 5 und so weiter, ordne der Reihe nach. Schauen uns jetzt noch weitere Beispiele an. Beispiel B, 24. Ich probiere die 24 mit Hilfe der 2 zu zerlegen. Als 2 mal 12. 2 ist eine Primzahl. 12 ist keine, die 12 muss ich jetzt versuchen zu zerlegen. Ich probiere es wieder mit der 2. Die vordere 2 schreibe ich ab und die 12 zerlege ich in 2 mal 6. So, Primzahl, Primzahl, keine Primzahl. Die 6 muss ich wieder zerlegen. Die vorderen beiden 2er schreibe ich gleich ab und die 6 zerlege ich in 2 mal 3. Jetzt habe ich lauter Primzahlen, ich bin also fertig. Es gibt aber noch eine andere Schreibweise, nämlich die 2 kommt 3 mal vor, kann ich schreiben 2 hoch 3 und mal 3, einfach abgeschrieben, ist die sogenannte Potenzschreibweise. Noch ein Beispiel, Beispiel C, 525, kann ich mit der 2 nicht zerlegen, weil die Zahl ungerade ist. Probiere ich es mit der 3, die Quersumme 5 plus 2 plus 5 ergibt 12, mit der 3 geht's also. Kann ich schreiben als 3 mal 175. Jetzt muss ich die 175 zerlegen, mit 3 geht nicht, mit der Primzahl 5 geht es aber. Also die vordere 3 abschreiben, 175 zerlegt in 5 mal 35. Jetzt zerlege ich die 35 in 5 mal 7, die vordere 3 abschreiben, die nächste 5 auch abschreiben und in der Potenzschreibweise kann ich jetzt folgendes schreiben. Die 3 kommt einmal vor, schreibe ich ab. Die 5 kommt zweimal vor, also schreibe ich 5 hoch 2. Und die 7 kommt einmal vor, also schreibe ich mal 7. Hat euch das Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr es liken und teilen würdet. Bis bald!